Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem heutigen Unboxing-Video. Ich hatte ja in meinen Let's Plays zu Stranded Deep schon angekündigt, dass ich mir ein neues Mikrofon zulegen werde, einfach weil das alte Mikrofon, beziehungsweise hier dieses kleine in der Webcam hier, das habe ich ja immer nur genutzt, ohne Facecam, weil ich das bei Stranded Deep einfach ein bisschen beknackt finde. Dann hast du so eine schöne Landschaft, ja, und dann ich auch noch dabei, dann ist ja der Hammer in der Tüte drin. Das machen wir nicht, nein. Schön ist es einfach ohne Facecam. Und ja, hier ist das aber nicht verkehrt. Ich habe heute das Paket bekommen von Amazon. Darin ist für das Mikrofon ein Stativ und ein Pop-Up-Schutz. Das Mikrofon habe ich hier, das habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Das würde ich gerne mit euch machen. Auch das andere habe ich noch nicht ausgepackt. Und würde euch aber gerne, bevor wir das losstarten hier, einmal ganz kurz meinen Arbeitsplatz zeigen, wie es denn hier bei mir so aussieht, wie ich denn hier den ganzen Tag hier so rum vegetiere, hätte ich bald gesagt. Hier mein schöner Sessel, den habe ich, das ist der DX Racer Tank, den habe ich nicht, da habe ich kein Unboxing-Video von gemacht, beziehungsweise habe es zwar versucht, die Melanie hat auch gefilmt, aber wie ich so kaspern kann, das wisst ihr ja alle. Ich habe dann tatsächlich den verfügbaren Speicher des Handys gekrackt. Auf jeden Fall war Akku oder Speicher war leer. Kurz und gut, ich habe es gelöscht. Hier seht ihr natürlich wie immer bei mir, dass jeder, der mich kennt, weiß das. Elvis, das sind so Glaskristalle. Das sieht abends wirklich richtig schön aus, wenn die hier so leuchten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Schwierig, weil es sehr hell ist, aber ist einfach cool. Und auch oben passt er auf mich auf, so soll es ja sein, ne, dass ich hier auch nicht vom Hai gebissen werde im Stranded Deep. Ja, das also nur zum Vorgeplänkel, hätte ich bald gesagt. So, ich hoffe, das kann man jetzt vernünftig wieder sehen. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Dann testen wir einmal, ob die Schrift auch funktioniert, weil hier spiegelverkehrt. Kann man lesen, alles klar. Weil da muss man ja mal gucken, das sieht immer... Ne, spiegelverkehrt ist ja dann immer ein bisschen dämlich. Hier haben wir es. Das ist das wunderschöne Mikrofon. Wie heißt das? Auna, lese ich euch gleich vor. Irgendwie 20B oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich mich nach einigen Recherchen auf YouTube für dieses Mikrofon entschieden. Die nannten es preiswert. Für mich sind, keine Ahnung, 80 Euro eine Menge Geld. Aber trotzdem, es ist es wert, denn was nützt das, wenn die Videos von mir sehr leise sind? Erstmal Grüße an Nikolas und an all meine 18 Abonnenten, die ich bis jetzt habe. Ich hoffe, es werden mehr. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch oder auch über einen Kommentar. Und es ist schön, dass ihr mit dabei seid, denn sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn. Sonst hätte ich auch das Mikrofon gar nicht mehr brauchen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich bin natürlich wieder der Auspacker hoch 3. Also ihr seht, viele Unboxings. Ich hoffe, dass man das so sehen kann, weil ich möchte euch natürlich dabei haben. Das ist ja ganz klar. Geschickt, wie ich immer so bin. Jeder kennt mich, jeder weiß es. Aber das ist schon schön, es macht schon Spaß. So, jetzt haben wir das Paket also hier auf. So kommt es dann da raus. Und ich werde es jetzt einfach mal hier aus seiner eklig braunen Umverpackung entnehmen. So, hier, Karton ist leer. Ihr seht es, das ist ja nur die Vorverpackung vom Händler. So, dann schmeißen wir das mal weg. Und das ist also der Karton, das ist das Paket. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich versuche jetzt mal, ich glaube, so rum wäre es korrekt gedreht. Ja, würde ich mal so sagen. Ja. Ne, ist natürlich falsch rum, ne? So bin ich. Ihr kennt mich. Hart, aber gerecht. So sieht der Karton also aus. Wir werden ihn drehen. Da kennen wir nichts. Auna, ich kenne mich mit dieser Firma gar nicht aus. Also ich habe überhaupt gar keine... Eigentlich habe ich das auch gar nicht vorgehabt hier mit diesem Mikrofon. Ich hatte ja noch nicht mal Let's Plays vor. Nach den 3 Mal, die ich da gestartet hatte damals, habe ich dann irgendwann aufgehört. Aber das Spiel ist jetzt so cool geworden für mich, dass sich das wirklich gelohnt hat. Ich reiße es natürlich wie immer völlig falsch rum auf. Ne? Ich könnte ja hier den hier natürlich hier nehmen, aber... So, wie das jeder andere eigentlich tun sollte. Hier oben ist ja extra so eine Tasche. So, dann könnte man das ja so machen. Ihr seht also auch, der Karton war noch nicht auf. Ich habe das nicht geöffnet. Ich wollte, dass ihr dabei seid, sonst brauche ich das ja gar nicht machen. So,
alles ein bisschen witzig aus, weil für mich ist das hier, das ist meine linke Hand, für euch auch. Aber wenn man sich so spiegelt, dann ist das eine tolle Show. So, wir nehmen jetzt einfach mal einzeln alles hier raus. Das ist, packen wir gleich, oder packen wir jetzt eben aus. Das ist die Spinne, nennt sich Spinne. Ich habe mir schon einige Videos angeguckt und das ist also ein sehr beliebtes Mikrofon und soll auch recht gut klingen. Eine Tüte Salz, bitte. Wow. Hier haben wir die Spinne. Da. Los, Spider. Spider. I think I spider. Ich glaube, ich spinne. So sieht die also aus. Hier unten ist dieses komische Teil fürs Mikrofon. Das wird da wohl in den Ständer reingedreht. Wie das Ganze hier haken soll, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ach ja, es wird hier festgedreht. Okay. Ja, und dann schauen wir mal, dass das vernünftig wackelt. Nicht mehr wackelt. Gucken wir mal. Wir legen es erstmal beiseite und widmen uns dem nächsten Karton. Hier haben wir noch was Kleines drin. Und zwar, ich weiß nicht, sieht fast aus wie so ein Adapter. Ich kann es mal kurz in die Kamera halten. Hier. So sieht das in der Tüte aus. Ich lasse es auch erstmal in der Tüte, weil ich gar nicht so sicher bin, ob ich das brauchen werde. Es ist irgendwie ein Metallgewinde und damit kann ich wahrscheinlich das an irgendein Stativ packen, wo es nicht passt oder so. Wir werden sehen, ob wir es brauchen, weiß der Geier oder weiß es eben nicht. Ja, dann haben wir als nächstes hier, liebe Freunde, das Microphone himself in der Beautiful Case, der Beautiful Black Leather Case. Also ein schönes Mikrofon in einer schwarzen Ledertasche. Bevor wir das auspacken, gucken wir natürlich, ob es hier noch irgendetwas zu holen gibt. Ich bin ja der Greifer, wie man weiß. Hier haben wir also ein Handbuch. Da beschäftigen wir uns auch gleich mit. Dann dürfte es eigentlich jetzt nicht mehr allzu viel hier sein. Der Karton ist hier jedenfalls leer. Und hier drin haben wir noch ein Kabel. Ja, das USB-Kabel. Macht ja auch Sinn für ein USB-Mikrofon. Ja, dann können wir das erstmal beiseite legen. So. Ich glaube, dass ich diesen Karton hier nicht bewahren werde oder verwahren werde, weil wenn das Mikrofon einmal steht, das soll ja am Schreibtisch bleiben. Es wird ja dann fast jeden Tag genutzt, denke ich mal. Und ja, so sieht das aus. Packen wir das doch einfach mal aus, dieses schöne Etui hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich drehe es mal ein bisschen. So sieht das also aus. Man könnte es auch, keine Ahnung. Ja, was macht man dann mit dieser Tasche? Ich bin ja kein Let's Player, der ständig mit dem Dingen durch Deutschland reist. Ne? Da muss man mal gucken, ob man da, keine Ahnung, Zahnbürste, Zahnpasta oder was fürs Krankenhaus, wenn man mal da hin muss, oder für Kur oder Urlaub, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mir Bescheid sagen, was ihr für eine Idee habt. Wer eine kleine Ledertasche braucht, der sagt es Bescheid, der kann sie bei mir abholen. Ja, und das ist also das Mikrofon selber. Jetzt hätte ich bald das Salz weggeschmissen und das Salz behalten und das Mikrofon weggelegt. Hier ist es. If you're looking for trouble. Die weißen Tauben sind müde. Sie fliegen lange schon nicht mehr. Ihr wisst schon, ich habe einen weg. Okay. Da ist das Mikrofon. Es sieht sehr gut aus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Ich versuche mal näher ran. So sieht das Teil also aus. Hat keinen Schalter oder ähnliches. Wird auch nicht gebraucht. Also ich brauche jedenfalls keinen, weil, ja, ich schnarche nachts nicht. Also, hier ist also dieses komische, ne, ihr seht schon, dieser Anschluss. Und da soll dann, das soll dann so in die Spinne und dann irgendwie, keine Ahnung, werden wir sehen, da kommt dann das Kabel rein. Ja, das ist also das, was ich euch zeigen wollte. Der Anschluss ist natürlich denkbar einfach. Ich habe ja Windows 10, wie ihr ja wisst. Es wird also direkt automatisch erkannt. Ich muss hier nichts installieren, somit kann ich auch nichts zeigen. Nur noch eben kurz mal das Kabel auspacken. Und das haben wir hier. Ja. Und merkt euch bitte, ab Folge 45 oder vielleicht mache ich auch einen Test. Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache hier nach, schicke ich nochmal ein Video und zwar mit dem neuen Mikrofon. Das, finde ich, ist eine tolle Show, wenn ihr das dann nämlich auch direkt im Anschluss dann nicht nur sehen, das ist ja gleich, aber dann auch hören könnt. Also es ist eigentlich hier wie so ein ja, ganz normaler Anschluss hier, ganz normales Kabel, wie zum Beispiel auch beim Drucker. Ja, dann drehen wir mal hier ein bisschen die Plastik, wie heißen sie eigentlich hier, Plastiknasen oder was, Nasen ja, hier ab und dann haben wir ein schönes Kabel. Das ist auch ziemlich lang. Ich habe hier
Das habt ihr ja gerade gesehen, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mein Ständer mit, wie heißt das, Ständer? Zeige ich euch gleich. Jetzt zeige ich es euch. Hier mein, hier von, wo ist das her? Ja, Aldi, glaube ich. Hier mein Ständer, da ist dann hier die Webcam drin und daneben werde ich dann das Mikrofon anschließen. Also ich werde nicht runter zum PC gehen, wozu auch. Und ja, dann würde ich doch einfach sagen, schauen wir uns das mal an. Hallo, liebe Laura. Ja. So, nur dass da ja auch Genüge getan wird. Ne? Kann ja kein Video drehen, ohne die Kleine zu brüchen. Ja, so, das ist also jetzt mittlerweile alles, das Kabel. Und jetzt kommt zum Abschluss noch das Handbuch von diesem wunderschönen Mikrofon Auna 900. Da ist es. Ein bisschen gedreht und gedingst. Sehr, sehr, sehr dünn. Nun können wir ja mal einfach mal durch. Ich wollte gerade Blättern sagen, aber dass ihr einmal seht, was hier mitgeliefert wird, wurde. Ja. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wird einfach nur angeschlossen und dann bing bing, macht Windows das ganz alleine. Es sind keine Treiber notwendig, ich soll den Abstand nicht zu nah, nicht zu weit. Das kriegen wir hin, Pop-Up-Schutz haben wir ja bestellt. Den gucken wir uns ja gleich an, wir packen das ja aus und dann werden wir sehen, was denn hier so los ist. Ja, also das ist also das Handbuch, das legen wir auch zur, ja, das werden wir gar nicht brauchen, das ist ja klar. Gut, das war jetzt alles. Eigentlich Spinne, Mikrofon und USB-Kabel. Gut. The first of all. Und dann schauen wir uns mal an, was wir heute haben. Nämlich hier meine Tasche von, ihr wisst schon, Amazon. Und dann machen wir mal hier das hier auch. Das ist also dieses, diese Tasche. Ne? So wurde mir das hier geliefert. Darin sind zwei Sachen, die wir brauchen und eine, die wir nicht brauchen. Hier haben wir zum Schutz die Luftgeschichten. Hier haben wir vermutlich, ich packe es ja gleich aus, das Stativ. Hier haben wir vermutlich meine Glühbirnen für den Spiegelschrank, damit er auch endlich, wie heißt es hier, LED hat und nicht diese normalen Halogen. Weil die fressen 20 Watt und die LEDs nur 2. Also ist es ja klug, wenn man das auch mal dann ändert. Und das ist dann hier der Pop-Up-Schutz. Das gucken wir uns auch gleich an. So. Die Tüte, der Karton ist leer. Noch immer eine Tüte Gummibären, aber wir sind ja hier bei Amazon und nicht bei eBay. Bei eBay gibt es Gummibären. Nicht immer, aber immer öfter. Haribo. Knall ich mir mal als erstes weg. Gut, womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem kleinsten, damit wir auch sehen, ob das auch wirklich meine Glühbirnen sind. Ich habe sogar mal gelesen, dass man den Trafo ändern muss. Da muss ich mal Andreas fragen. Sicher bin ich nicht. Der kann mir das aber sagen. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich die Finger da weglassen, weil ich ändere ja kein Trafo. Danach lest ihr dann wahrscheinlich in der Zeitung, ne, was ich wieder für eine Scheiße gebaut habe. Haus abgebrannt oder Westerfilde platt oder was auch immer. Man wird es sehen. Ja, so sieht es also aus. Das ist also tatsächlich diese LED-Glühbirnen-Geschichte. Warum nimmt er nicht weiter auf? Nein. Ja, doch. Es war aber Glück. Puh, der hat jetzt kurz geruckelt und ich wusste nicht, warum. Wahrscheinlich Speicherplatz, aber wir sind schon wieder bei 13 Minuten. Ich wollte nur ein Unboxing-Video machen. Ich habe gedacht, das dauert 5 Minuten, aber ihr kennt mich. Ich bin so ein Vogel. Gut, ich werde versuchen, mich ein bisschen zu beeilen. Er nimmt schon wieder nicht auf. Ich weiß nicht, was er macht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich jetzt irgendein Update. Genau jetzt. Ich habe alles überprüft, nur nicht Updates. Keine Ahnung. So, wir reißen das hier mal auf, damit ich euch das wenigstens eben zeigen kann, bevor gleich hier nichts mehr passiert. So, wie klebt das hier am Daumen fest? So, so sieht das also aus. Das ist also das Stativ. Recht gelobt bei Amazon. Denn ich habe mir das angeguckt. Es gab dort auch, wie nennen die sich, diese großen Tischarme, die man dann, wo man dann das Mikrofon immer zu sich ziehen kann oder so wie im Studio. Aber ich bin ja gar kein Studio. Ich bin noch hier at home. My home is my castle, you know? So. Und das kann ich hier einfach aufbiegen und dann, das würde mir schon reichen, wenn das hier so steht, damit das auch nicht zu hoch ist. Das soll dann eigentlich, ja, vor die Tastatur. Das wäre eigentlich eine coole Sache. Ja. Ja, das ist schon alles. Mehr passiert hier nicht. Das ist fait vos jeux. So. Und dann müsste ich mal gucken, wie ich das dann hier mit der Spinne, ne? Ihr wisst schon hier, mit der Spider. Guck mal, die kann ich jetzt einfach tatsächlich hier dran drehen, die Spinne. Seht ihr? Ich habe jetzt hier einfach wirklich nur das hier so dran gedreht. So,
Und das ist jetzt auch schon passiert. Super. Fest. Ja, und jetzt muss ich dann nur gucken, gibt es hier irgendwie hinten oder vorne bei der Spinne? Ja, seht ihr irgendwas? Hinten? Oder ist das vorne? Oder vielleicht ist das hinten und das vorne? Wahrscheinlich spielt es keine Rolle, denke ich jetzt mal. Also, würde ich sagen, gerade lassen, etwas schräg, die Spinne. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich würde sagen, etwas schräg, dann wird es ja höher. Da muss ich ja da reinbrüllen, ne? So quasi. Ich glaube, ich lasse es erstmal gerade. Man kann das ja dann immer noch schauen. So, jetzt hoffe ich nur, jetzt kommt es wieder. Wo ist auf? Ist auf rechts rum oder zu rechts rum? Ich gehe mal auf. Ja, gut. Also handwerklich bin ich die reinste Niete und ich stehe dazu. Dafür kann ich gut quasseln. Also das ist, eigentlich müsste ich Bundeskanzler sein, aber mich hat einfach keiner gewählt im September. Da haben sie lieber irgendwelche Spacken in den Bundestag geholt, die, ja, für die man sich bei jeder Ansprache aufs Neue schämen muss. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ich bin ja kein Politiker. Ich bin Komödiant. Ja, sowas in der Richtung. So, so sieht das Mikrofon, der Ständer jetzt aus. Ich werde es mal ganz kurz hier rüber schieben, damit ihr das hier einmal auch seht. Wow, die ist ja ganz schön heiß, meine Kamera. Ihr seht, vernünftig gemachtes Bett, aber das wollte ich jetzt gar nicht zeigen, weil das ist hier. Hier geht's rum. Hier ist der Hit in Tüten. Der Tüten-Hit. So, das ist also das Mikrofon. Ich finde, es sieht cool aus. Diese Spinne verspricht also, dass man, sollte man mal hier vor den Tisch hauen beim Zocken, dass die, ja, wie nennen sie, Erschütterungen dann nicht da im Mikrofon ankommen und dass dann, ja, man bis auf das eigentliche Geräusch selber nichts hört. Ja, ich bin gespannt, ob es funktioniert, wir werden es sehen. So, fait du jeu. Mehr Französisch kann ich aber nicht. Das ist jetzt hier erstmal der ganze Müll. Und dann würde ich doch mal sagen, legen wir das auch mal weg. Hier sieht es aus wie beim Mediamarkt, nachdem ich da war. Ja, packen wir mal hier in den großen Karton, würde ich sagen. Wenn er nicht umgekippt wäre, wäre das alles auch leichter. Da bin ich wieder, Freunde. Liebe Freunde, die weißen Tauben sind müde. Das Lied hat es mir echt angetan. Ne? Das ist echt krass. Es ist nicht immer, dass ich das im Ohr habe. Das ist irgendwie durch Zufall. Ja, ne? Gruß an Jasmina, die sich dann immer so schön ärgert, wenn ich das singe. Oder wenn ich sie frage, ob ich es spielen soll. Ja, hier ist der Pop-Up-Schutz. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wir drehen den Karton einfach mal um. Und das soll es also sein. Damit ich also, wenn ich näher dran bin, dass das eben nicht und so macht beim P oder bei diesen Lauten halt. Oder, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn du halt einmal nur mal Geld ausgibst für den Kram, dann wäre es nicht schlecht, wenn du es einmal komplett hast. Das macht ja auch Sinn. Und selbst wenn man es jetzt nicht mehr braucht, wenn ich irgendwann entscheide, ich mache keine Let's Plays mehr, weil einfach nur noch zwei Zuschauer jeden Tag gucken und das dann irgendwann ja auch langweilig wird, dann kann man aber immer noch sagen, das ist da, man legt es weg und man kann es ja auch nicht nur für Let's Plays nehmen, ne? Das ist ja eben so. So, schaut mal, take a look. Also das kommt dann hier vor meinen Schnabel. Los Schnabel, los, por favor. Und dann wird das hier so irgendwie an das Mikrofon. Das muss ich, da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, wie man das festmacht. Ich würde sagen, hier, so, schaut mal, hier ist das Mikrofon. Dann wird das irgendwie so festgemacht, vermute ich. Und dann hier nach oben, das kann man ja biegen, wie man das so haben will. Das soll ja so dann irgendwie vor dem Mikrofon stehen und dann kann ich schnabedieben, babedieben, bababa, kann ich dann Gas geben. Dann muss ich aber dann, wenn die Kamera nicht an ist, dann einfach mal vernünftig hinstellen. Ja, das ist das Unboxing-Video. Hier ist auch eine Schraube, wie ihr seht. Die könnt ihr, wenn ihr nach links rumdreht, auf und wenn ihr nach rechts rumdreht, zu drehen. Nur damit ihr da schon mal Bescheid weiß, falls da Fragen sind. Ich bin ja schließlich Monteur. Mir fehlt nur die blaue Latzhose. Das ist das, was mir fehlt. Aber da arbeiten wir später dran. So, ja, und dann würde das wahrscheinlich einfach hier so drankommen und dann, ja, kein Plan, dann das schaue ich mir aber später an. Ja, das soll es gewesen sein. Ihr habt jetzt erstmal alles gesehen. Die Badezimmerlampen, die werde ich gleich einfach mal da reinwemsen. Das hat ja nichts jetzt hier mit Stranded Deep zu tun. Und nein, ich werde erst den Kollegen anrufen oder anschreiben, ob ich dafür wirklich den Trafo ändern muss. Sonst macht es nämlich Peng und wahrscheinlich das ausgerechnet, wenn ich unter der Dusche stehe. Das tut ja nicht Not. Schon schlimm genug, wenn ich da Roy Orbison singe oder so. Aber kann ja nicht immer die weißen Tauben sein, ne, die es trifft. Hier und da sind es auch mal Möwen, nur des Protokolles wegen. Liebe Grüße an Nikolas. So, liebe Freunde, das war's. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute bei mir wart.
zu Gast hier at home at Kassel und ich würde sagen, wir sehen oder hören uns. Ich hoffe im nächsten Let's Play. Ich verspreche euch, hiernach gibt es gleich anschließend ein Video, ein kurzes Video, wo ihr dann den Ton hören könnt. Ja, und dann könnt ihr das ja einfach mal vergleichen, nacheinander beide mal gucken und dann werdet ihr sehen, ob das wirklich so stimmt, dass das einen unheimlich guten Klang hat. Ich meine, was Geileres als meine Stimme gibt es nicht. Wollen wir mal ganz realistisch sein, wer schöner ist als ich, der ist operiert worden oder geschminkt. Und wer eine bessere Stimme hat, der ist sowieso nicht echt. Ne? Hey Volker, du singst so scheiße, raus hier. Das würde Dieter Bohlen so sagen. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt mir gesund. Bis dann. Tschüss.